Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link to the Past. Wir haben soeben den Ice Dungeon geschafft und werden jetzt entsprechend zum nächsten gehen. Oh, fast getroffen worden, das war aber knapp. Ei, da stehen wir gleich im nächsten Gegner. Und zwar werden wir in die Wüste. Ab in die Wüste. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem alten Herrn dort machen. Aber das macht ja auch nichts. Das werden wir schon noch herausfinden. Jetzt geht's erstmal in die Wüste. Oder in den Sumpf. So. Also mal hier durch. Ja, das sieht gut aus. Und da sind wir wieder beim nächsten Dungeon. Wir brauchen das Luftamulett. Und? Es regnet nicht mehr. Da ist unser Dungeon aus dem Boden herausgewachsen. Und damit sind wir in Level 6. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Und ob wir hier besser vorankommen als in dem letzten Dungeon. Das war ja wohl wirklich ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber auf der anderen Seite, es ist ein Let's Play und kein Speedrun. Oh, verrückter. Oh, müssen wir hier die Gegner alle platt machen? Es hat so den Anschein. Bleibst du wohl hier? Oh. Das war wieder ein Clear Room. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich gehe hier einfach mal rechts lang. Immer hoch. Nichts zu finden. Da oben kommen wir irgendwann runter. Gehen wir noch weiter rechts. Aha. Das kenne ich noch irgendwo her. Einfach mal durchrennen. Ach so. Gut, hier haben wir schon mal die große Kiste. Merken wir uns. Da wir noch keinen Schalter umgelegt haben, können wir hier gleich wieder runterspringen. Und und durchsuchen einfach den Rest des Dungeons. Ach, da kommen wir nicht durch. So, jetzt springen wir runter. Ah, hier ist dieses Netz gespannt. Da können wir wieder hoch. So, ein rotes Skelett wirft wieder. Wenn es die Chance findet. Hier unten sieht es so aus, als könnten wir es sprengen. Probieren wir es einfach mal. Geht nicht. Links ist eine verschlossene Tür. Da kommen wir bestimmt auf anderem Wege hin. Für diese Passage können wir auch den Mantel benutzen. Ach nee, ausschalten, so. Nö, hat nicht viel gebracht gerade. Nochmal wieder rüber. Sonst würde man durchrennen und sich quasi Schaden einfangen. Aber ist ja auch nicht so wild. Ach, Mist. So war das nicht gesagt. So, komm mal her hier. Gut. Dort ist die Tür für einen großen Schlüssel. Gut, merken wir uns. Wir brauchen allerdings jetzt erstmal einen kleinen Schlüssel. Oder irgendwas anderes. Und einen kleinen Schlüssel, auch hier. Dort kommen wir gerade nicht weiter. Gehen wir mal übers Netz. Kommen wir auch nicht weiter. Also müssen wir einen Schalter finden. War unter dem Netz noch irgendwas mit Türen oder so? Bin mir gerade nicht sicher. Ah, da können wir noch hoch.
Danke. So, da rein. Ja, siehst du wohl. Hä? Die... Okay. Die... Das ist auch ganz nett. Die Kronleuchter, also die Fackeln, schießen nach uns. Das haben die sich... Oh, was war das? Ein Bombenkacke? Ja. Das ist der explosive Shit hier. So, jetzt sind wir hier. Hat uns nicht viel gebracht. Das wird uns später bestimmt was bringen. Also war diese Richtung schon mal die falsche. Nehmen wir die andere Richtung. Ja. Hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Ob wir den hier aufwenden sollten, weiß ich nicht. Du Banause. Du blöder Arsch. So. Oh oh. Ach, das war doch klar. Haha. Boah, stirb doch. Und noch ein Schlüssel. So. Ach. Sichtbar werden und gleich getroffen. Da kommen wir nicht durch. Macht aber nichts. Laufen wir hier hoch. So. Wäre schön, wenn du uns in Ruhe lässt, Kollege. Gehen wir hier einfach durch. Und rüber. Kurz gerannt. Wer weiß, ob da wieder was wegbricht. Aha. So. Macht nichts. Macht nichts. So, einmal... Oh. Einmal eben hier durch. Noch weiter. So, Schalter gefunden. Den Schalter haben wir. Wir könnten jetzt noch einen Schlüssel hier benutzen, wenn wir wollen. Nicht Kaninchen, nicht Kaninchen. Tja. So, wieder wehrloses Kanickel. Ein Albino sogar irgendwie. Ist zwar nicht weiß, aber hat rote Augen. Hier wieder rein. Flitzen wir einmal zurück. Und hier wieder runter. Ja gut, gucken wir mal hier unten durch, ne? Mal wieder links hier. Schauen, was hier so gibt. Aha, hier ist noch eine Meistertür. Ich kann nicht... Och, Mann. Erst wieder in die ganze magische Energie abge... Oh Gott! Ist das dein Ernst? Nein! Och! Ich wollte gerade diese olle Treppe hoch, ne? Und dann bleibt er daran kleben. Das ist doch... Das ist so ein Unding. Ah, ich weiß. Ich habe gleich keine magische Energie mehr. So, jetzt stirb einfach. Mann! Mach's uns nicht so schwer hier. So. Wir gucken erstmal wieder nach anderen Türen. Hier unten war... Das. Da haben wir die Karte. Gut. Dann gehen wir mal hier nach links. Ob's uns einen neuen Weg eröffnet hat, weiß ich jetzt nicht. Nee, sieht nicht so aus. Aber mach nichts. Noch haben wir einen Schlüssel übrig. Und den benötigen wir hier irgendwo in der Gegend, oder? War da nicht was? Schnell hier durch. Jawohl, hier oben. So, jetzt... Oh. Wirklich... Einmal im Kreis gelatscht. Okay, doch wenigstens an irgendeiner Wand kaputt. Hm. Irgendwas übersehen? Nee.
Tja. Jetzt geht's schon wieder los, wa? So. Da können wir noch nicht hoch. Da unten müssen wir mal gucken, wie wir nach links kommen. Und über S1 sind wir, glaube ich, ja, da sind wir reingekommen. So, hier und nach oben hin würde beispielsweise noch ein Weg weitergehen. Da kamen wir aber ja nicht ran. Jetzt haben wir einen Schlüssel unnötig verplempert, meines Erachtens nach. Weil man das alles hätte hier umgehen können und von daher war es ziemlich unnötig. So, jetzt gehen wir mal hier nach oben. Hätten wir vielleicht gleich machen sollen. Denn jetzt kommen wir hier unten hin. Das ist so die Kiste am Ende, oder? Ja. Und noch ein Schlüssel. Super. Jetzt kommen wir aber hier nicht durch. Nee. Das bedeutet, dass der Raum... Ach nee, da. Das ist der große Schlüssel hier. Das bedeutet also, von hier aus ist der große Schlüssel der, der nach oben führt. Okay. Brauchen wir uns darum jetzt gerade keine Gedanken mehr machen. Gehen hier wieder nach links. Ihr mit eurer Atomkacke da. Weg, ihr Schnecken. So, hier unten war irgendwo noch eine... Oh. Ach, das ist doch klar, ne? Da, meine ich doch. War noch eine Tür, die wir mit dem Schlüssel betätigen müssen. So. Das letzte bisschen Energie wird uns nicht abziehen. Du hast einen Schlüssel, dann können wir jetzt hier rein. Das ist wieder so ein schöner Raum, oder? Echt? Wir warten ab, was es bringt. Was? Na los. Werd fertig hier mit den Steinplatten. Und? Nichts. Okay, können wir auch nach unten gehen. Jetzt wären so ein paar Pinguine nicht schlecht. Das war auch gerade unnötig. Okay, damit können wir sie nur betäuben. Und das hat nur Geld gebracht. Oh, sehr schön. Magische Energie. Die haben wir gesucht. Vielleicht sollten wir das nächste Mal, wenn wir irgendwie vor die Tür gehen oder sowas, uns mal ein blaues Elixier kaufen. So. Hier können wir was anzünden. Das machst du nicht mit uns. So. Nee, du auch nicht. So. Jetzt brauchen wir am besten die Lampe. Einmal. Nochmal. Ne? Hat doch nichts gebracht. Das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt. So, wo bist du? Hier war doch noch einer. Na los, kommt zum Vorschein. Hm. Da bist du. Da der andere. Echt jetzt? Ah, okay. Danke.
Die ziehen ein bisschen mehr ab. So. Wie sieht es aus? Wollt ihr noch wieder auftauchen? Genau. Hier vielleicht noch jemand? So, da... Ja, da seid ihr. Los. Zeigt euch doch mal. Da. Jawohl, danke. So, jetzt machen wir das mit dem Anzünden. Eins. Zwei. Schnell durch. Drei. Und vier. Erdbeben! Erdbeben! Wo passiert das Ganze jetzt? Gehen wir hier mal gucken? Alter! Ich wollte gerade eine kleben. Genau. Ah. Freunde, zeigt euch nochmal. Genau. So. Hat nicht viel gebracht. Ah, hier vermutlich. Ist das hier passiert? Pipi Jack. Pipi Jack, ich bin es, Samushala. Zünde vier Fackeln an und der Weg öffnet sich. Ja, hat der Weg sich jetzt geöffnet oder... Es gab doch ein Erdbeben. Was für ein Weg? Ist das hier ein Weg? Ich weiß nicht, ob wir da runterspringen sollten. Ich kann ja die Fackeln nochmal anzünden. Weil bis auf Magie kostet es uns nichts. Probieren wir es einfach nochmal aus. Anzünden. Anzünden. Runter. Anzünden. Anzünden. So. Vier Fackeln sind angezündet. Dann kann das doch nur das gewesen sein, oder? Ah, warte mal. Sprich mal runter. Okay. Wenn man mutig ist. Der große Schlüssel. Yes. Oh, aber keine Feen. Schade. So, wir werden wieder hochgebeamt. Beam me up, Scotty. Ach Mann, ey. Komm her hier. Komm hierher. Genau. So. Meine Fee. Da nochmal nach rechts. Genau. Und jetzt müssen wir hier einmal lang. Und dort einmal lang. Irgendwo müssen wir wieder hoch. Oh. Mensch. Da ist ja noch eine Kiste. Ein kleiner Schlüssel. Für wo auch immer der sein mag. Ist ja egal. So. Zischen wir da mal wieder hoch. Och, Mann, einfach nur dran vorbei, Leute. Fuck you. Fucking fire. What the hell? So. Jetzt holen wir uns erstmal, was auch immer hier zu holen ist. Nee, warte. Du hilfst uns nochmal. Hast uns genug Schere reingemacht. So. Der Sumaria-Stab. Er wird dir sehr nützlich sein, wenn du ihn klug einsetzt. Das ist schön. Jetzt haben wir den auch. Ah, genau. Jetzt können wir hier, glaube ich, hoch. Verschwinde. Links. War das hier hoch? Ich glaube nicht. Ah, nee, Quatsch.
Zurück, zurück, zurück. Wir müssen wieder nach rechts. Oder nach links, ich weiß gerade nicht. Ging es hier hoch? Ja, geht hier hoch. Weg mit dir. So. Da einfach runter. Bah. Hoch da. Jetzt erschließt sich uns auch der Dungeon. So, danke Leute. Einfach geradeaus rüber. Schied oben Rest. Der Rest interessiert mir nicht die Bohne. So, was haben wir denn hier jetzt wieder? Uah. Wenn das mal nicht falsch war. Okay. Gucken wir mal eben hier rein. Eine Geldkammer. Juhu. Ja, falsch war es also insofern nicht. Der Schlüssel war bloß quasi über. Wir haben aber jetzt den Sumaria-Stab. Und dem können wir Steine basteln. So. Ziehen wir das Ding mal weg. Ha. Da hast du nicht mitgerechnet, was, Monsieur Skelett? So, komm wieder. Haha. Dankeschön. Oh, noch eins. So, weg ist es. Wir können nur nach links. Darf hier gerne ein bisschen heller sein, Leute. Nur ein bisschen. So. Ja. So, unter den Krügen gibt es nichts zu finden. Wir können hier nach links. Also gibt es wieder irgendwo einen Schalter? Ja, da ist er. So, umgelegt. Hier einfach mal durch. Ach ja, genau. Ich glaube, wir könnten noch eine Fee auf Reserve gebrauchen. Vielleicht noch eine zweite. Ne, passt nicht mehr. Mensch, könnt ihr euch doch auch zu zweit in so ein Glas stopfen. Haben wir gar kein Problem mit. Okay, da einmal sprengen. Hoffentlich geht das auch wirklich in die Luft. Ja. Juhu, ein ganzer Raum nur hierfür. Oh, ganz viele Münzen. Münzen, sag ich. Ganz viele Rubine. Ich spiele ja kein Super Mario hier. So, und endlich mal wieder ein bisschen Licht. So. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass dahinter so ein Schalter ist. Aber es könnte natürlich. Wir gehen einfach mal hoch. Schalter haben wir umgelegt, weil... Ich weiß nicht, wofür... Ah, doch, war gut. War gut, war gut. Und Gott sah, dass es gut war. So. War ja klar. Und da oben erwartet uns ein Auge, oder... Oh, tatsächlich. Ja, wie gehen wir das Ganze an? Enterhaken? Nee. Was willst du? Okay. Einfach mal drauf kloppen. Ist mir egal. Einfach mal drauf kloppen. Ist mir auch egal. Einfach drauf kloppen. So, und jetzt? Was machst du nun? Ach, jetzt kommst du selber, wa? Echt jetzt? Ja, komm doch. Einfach nur stehen bleiben und schlagen, oder wie? Tatsächlich.
Der Boss ist einfach in sein Verderben gerannt. Wir standen nur da und haben geschlagen. Aber wir haben gesiegt. Das ist doch die Hauptsache. Jawohl. Und wir haben den nächsten Kristall. Mit einer jungen Dame in Blau. Pippi Jack, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Gernus Macht allein reichte nicht aus, das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Mit Hilfe des Zauberers Aghanim wurden wir sieben Mädchen hierher entführt. Erst durch unsere ererbten Kräfte konnte Ganon das Siegel brechen. Danach schloss er uns in Kristalle ein und verteilte uns auf die Verliese der Schattenwelt. Okay, wir sind verliesen. Er wollte nicht glauben, dass du, der wahre Held, so weit kommen würdest. Nun wartet Zelda auf dich im Schildkrötenfelsen. Du musst dich sehr beeilen. Hast du alles verstanden? Ja, Zelda wartet, beeilen. Wir werden gehen. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Und auch diesen Dungeon haben wir mit Bravour bestanden. Jawolligen. Gut. Hier haben wir jetzt soweit alles gesammelt. Herzteile haben wir eingesammelt und so fort. Mehr brauchten wir hier eigentlich nicht. Das Einzige, was mich hier jetzt wirklich noch interessiert, ist tatsächlich der Knabe mit seinem Schild. Ich will nochmal versuchen. Uah. Der redet einfach nicht mit uns. Sprich mich nicht an. Bla bla bla. Hier. Oh, warum nur? Warum? Ja, weil wir es können. Einfach weil wir es können. Mitkommt tut er auch nicht. Was will der denn? Was sollen wir denn bitteschön hier machen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir setzen uns einfach mal daneben auf die andere Seite des Schildes. So, dann sage ich bis hierher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge The Legend of Zelda. Ciao!